Ja, hallo, mein Name ist Tobias und ich komme von der Predicate aus Bonn. Heute schauen wir uns Flux an. In diesem Video findet ihr Kapitelmarken und da sage ich erstmal was Allgemeines zum Thema, was ist Flux überhaupt? Und dann zeige ich euch anhand von drei Beispielen, wie Flux funktioniert. Und da schauen wir uns als allererstes Customizations an. Dann schauen wir uns Helmcharts an und dann schauen wir uns Image Update Automizations an. Und dann habe ich natürlich noch ein paar Schlusskommentare. Ja, gut, aber steigen wir doch erstmal ein, was ist eigentlich genau Flux? Flux ist ein Werkzeug, was man zur GitOps-Methode verwenden kann. Was ist die GitOps-Methode? Ja, da geht es mal ganz grundsätzlich darum, ich will irgendwo Hard- und Software einsetzen und das heißt aufsetzen und dann natürlich betreiben. Und wie das halt so ist mit Hard- und Software, wenn da nach und nach immer irgendwer quasi irgendwas umkonfiguriert oder irgendwas dran verändert, dann weiß ich irgendwann gar nicht mehr, wie ich sozusagen das Ding insgesamt, wenn es kaputt gehen sollte, wieder hinstellen könnte. Und ich weiß auch nicht, wer hat da wann was genau dran verändert. Und um das alles zu lösen, sagt man alles klar, ich lege die Konfiguration des Zielsystems komplett in Dateien ab. Und diese Dateien, die archiviere ich in einem Git-Repository. Und das Git-Repository erfasst mir ja schon vollautomatisch, wer hat wann was geändert. Und wenn der oder diejenige auch noch die Git-Commit-Messages ordentlich formuliert, dann weiß ich auch noch, warum er das getan hat. Und das ist natürlich klasse. Deswegen setzt halt auch Flux hier wieder auf die GitOps-Methode. Und das heißt, zum Beispiel, also Flux unterstützt hier die folgenden vier Quellen und da gibt es eben unter anderem hier die Git Repositories. Und darin könnte ich halt jetzt Konfiguration von meiner Anwendung hinterlegen. Das sind ja klassischerweise, also wir reden ja hier über ein Kubernetes-Cluster, sage ich mal, als Basisinfrastruktur für die eigentliche Anwendung. Und dann lege ich hier meine YAML-Dateien ab. Das sind so die klassischen Kubernetes-Sachen, also Services, Deployments und was es da nicht so alles gibt. Und die lege ich alle im Git-Repository ab und dann sage ich Flux, bitte synchronisiere mir doch den Inhalt dieses Git-Repositories mit dem, was da gerade auf dem Cluster ist. Und da kann es natürlich Unterschiede geben. Ja, es kann zum Beispiel sein, dass hier auf dem Cluster manuell irgendwer was verändert hat und im Zweifelsfall wird das dann einfach überbügelt von dem, was im Git-Repository ist. Und es hat natürlich den riesen Charme, dass die Leute sich angewöhnen, die Änderung gleich im Git-Repository zu machen. Da sind sie dann gezwungen, zumindest irgendeine Message einzugeben. Und dann hat man halt, wer hat wann was geändert und höchstwahrscheinlich dann auch ordentlich schon das Warum. Genau. Jetzt gibt es hier noch drei andere Quellen. Ja, also ich kann diese Dateien eben auch hier in einem Bucket ablegen. Ich habe jetzt mal gleich S3 daneben geschrieben. Da kennt man dann natürlich von Amazon. Ja, das ist natürlich die bekannteste Implementierung von diesen Buckets. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. In den Buckets kann man die auch so konfigurieren, dass die sich auch die Historie, sage ich mal, von den Dateien da drin merken. Aber genau, das ist, sage ich mal, nicht so interessant. Wesentlich interessanter sind hier noch die anderen Quellarten, nämlich hier die Helmcharts und eben der Docker Hub beziehungsweise eben die Registry. Ja, da kann ich auch im eigenen Unternehmen eben eins aufsetzen davon und da kann ich meine Docker Images ablegen und mit dem kann eben Flux dann auch interagieren. Genau. Und Flux nimmt halt immer, ich sag mal so, die Ressourcen, die Kubernetes-Ressourcen in Form von YAML-Dateien aus einer dieser Quelle hier und synchronisiert das nach rechts rüber und das heißt, auf dem Kubernetes-Cluster läuft dann optimalerweise genau das, was hier gerade eingecheckt oder eben aktuell ist. Ja, und das ist mal ganz grundlegend den Sinn, warum man jetzt Flux einsetzen will. Flux selber ist aktuell in der Version 2 draußen. Die ist noch gar kein ganzes Jahr alt. Das heißt eigentlich in Summe, es ist noch ein relativ junges Projekt einerseits, aber ja, andererseits gibt es natürlich schon eine Version 2. Flux wurde von der Firma Weaveworks oder wird noch auch natürlich aktuell hauptsächlich von der Firma Weaveworks entwickelt und ist aktuell schon ein Projekt der Cloud Native Foundation. Und ja, dann schauen wir doch mal direkt auf die Landscape der Cloud Native Foundation, ja, wo die alle ihre Software-Systeme anordnen und die wird immer größer. Also ich muss immer weiter rauszoomen hier. Das hilft nichts. Und dann zoomen wir doch mal ein bisschen rein hier auf den Bereich Continuous Integration and Delivery. Und das habe ich hier schon mal gemacht.
Und dann sehen wir hier zwei Projekte, die natürlich groß dargestellt sind, weil die aktuell Incubating sind. Das heißt also, sie sind dabei, die Richtlinien der Cloud Native Foundation anzunehmen und ja, sukzessive auch zu adaptieren und sind aber noch keine vollen CNCF-Projekte. Die sind noch nicht graduated, ne, aber sind schon mal dabei. Und da gibt es halt aktuell zwei Stück. Über Argos CD habe ich ja schon mal ein Video gemacht und heute eben dann das über Flux. Flux fokussiert sich, wie Argos CD im Übrigen auch, auf den Bereich Continuous Delivery. Und das heißt, wir werden hauptsächlich gleich mal was deployen. Das Thema sozusagen, wie die Microservices zusammengebaut werden, wie die Docker-Images zusammengebaut werden, ist hier erstmal out of scope. Genau. Das Flux, wie gesagt, ist noch relativ jung. Das kann man auch daran festmachen. Es hat nämlich keine grafische Oberfläche. Es gibt da keine Web-Oberfläche oder sowas, wie ihr vielleicht bei Argos CD in meinem letzten Video gesehen habt. Gibt es bei Flux nicht. Es gab mal ein Projekt, was eine Flux-Oberfläche sein wollte. Da ist aber, glaube ich, das letzte Release vor einem Jahr ungefähr gewesen. Und das Flux 2 gibt es ja eigentlich fast erst seit einem Jahr. Das Projekt, sage ich mal, wird aktiv nicht mehr maintained. Vielleicht kriegen sie nochmal irgendwann eine Oberfläche ordentlich dazu. Schauen wir mal. Wir sind natürlich auch mit dem Kommandozeilen klein zufrieden, klar, aber das wird natürlich dann hier ein bisschen technischer heute. Das Flux ist wahnsinnig modular aufgebaut und hat sehr viele Konfigurationsknöpfe, an denen man drehen kann. Das werdet ihr gleich sehen. Und das ist natürlich auch eine coole Sache, denn dadurch ist es wahnsinnig erweiterbar und ich kann auch einzelne Module austauschen. Das ist natürlich sehr praktisch, weil man das dann genau für seine Anwendung anpassen kann. Die Dokumentation ist außerdem 1A aus meiner Sicht, denn die gehen auch auf schwierige Themen ein. Die sagen zum Beispiel, dass sie ja klassischerweise die Pipelines kennen, die sehe ich auch noch bei ganz vielen Kunden, die eben die Software, die Docker-Images zusammenbauen. Und sie sagen, sie sind da nicht so ganz zufrieden mit denen und das bin ich natürlich auch nicht, aber man muss natürlich fairerweise sagen, dass sie dann sagen, okay, sie übernehmen sozusagen den Teil hinter den Pipelines, nämlich eben das Continuous Deployment, während eben die Integration vorne, wie die gemacht werden soll, das wird dann nicht beantwortet, aber es wird immerhin diskutiert und das finde ich einen super Ansatz, weil das einem auch noch ein bisschen Perspektive gibt, wenn man die Flux-Dokumentation eben liest. Genau, aber steigen wir doch direkt ein. Ich zeige euch erstmal ein Flux-Beispiel und da erzähle ich erstmal gerade was zur Flux-Installation. Ja, da könnte man jetzt erstmal sagen, oh, das dauert, aber das ist auch furchtbar technisch. Ja, aber ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, sondern ich sage euch erstmal, was brauche ich denn zur Flux-Installation? Und da brauche ich für Flux selber ein Git-Repository. Flux legt dann in dem Git-Repository vier Dateien an, die zeige ich euch gleich, und startet gleichzeitig das Backend auf dem Kubernetes-Cluster. Und jetzt kommt man ein bisschen in so eine Henne-Ei-Diskussion rein, denn die vier Dateien, die in dem Git-Repository hinterlegt sind, die werden im Endeffekt, das sind vier Kubernetes-Ressourcen, die werden direkt applied. Die stellen das Backend dar. Das heißt, da ist also ein Deployment, ein Service und was man nicht alles kennt. Und das ist das Flux-Backend. Gleichzeitig definieren die vier Dateien aber auch, wo kommen diese vier Dateien her, nämlich aus dem Git-Repository selbst. Und das ist so ein bisschen das Henne-Ei. Das heißt also, ja, bei der Flux-Installation starte ich das Flux-Backend einerseits, aber andererseits setze ich ein Git-Repository auf beziehungsweise befülle das mit Dateien und bringe dem Flux-Backend selber bei, wo die eigenen Ressourcen herkommen. Und um, sage ich mal, dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, mit Flux kann ich daher Flux selbst upgraden. Ich könnte einfach einen Git-Commit machen und da drin die Versionsnummer anpassen und dann würde Flux ja automatisch sich selber finden, würde entdecken, oh, in dem Git-Repository hat sich was geändert, also muss ich mich selber updaten und das Ganze funktioniert. Das will ich euch jetzt nicht zeigen, aber ich zeige euch mal das Git-Repository. Gucken wir mal hier direkt rein. Da sind die vier Dateien. Und ohne jetzt da zu sehr ins Detail zu gehen, springt mal gleich eine Sache raus. Und zwar ist ja hier liegt eine Customization.yaml und davor steht ein K, ein besonderes Symbol.
Und das heißt also, bei diesem Ordner handelt es sich um eine Kubernetes Customization. Jetzt könnte man ein eigenes Video darüber machen, mache ich vielleicht auch mal, was das genau ist, will ich aber jetzt gar nicht machen. Ihr könnt euch einfach vorstellen, die Customization ist sowas wie ein Inhaltsverzeichnis. Mal ganz essentiell steht in der YAML drin, welche YAMLs zu verwenden sind. Und da stehen einfach die anderen drei YAMLs drin. Ganz so trivial ist es nicht, aber fast. So, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist diese Datei hier. Und da stehen zwei Kubernetes-Ressourcen drin. Und mit dieser ersten Ressource bringe ich dem Flux-Backend bei. Hier hast du erstmal ein Git-Repository. Das Git-Repository ist unter dieser Adresse erreichbar. Und um darauf zugreifen zu dürfen, musst du dich natürlich ausweisen. Das ist in diesem Secret hinterlegt. Das Secret muss man natürlich auch bei der Installation angeben. Und er soll sich eben hauptsächlich hier um den Main Branch in diesem Git Repository kümmern. Und der zweite Eintrag, die zweite Ressource ist eine Customization. Und jetzt muss man aufpassen, hier handelt es sich nämlich um eine Customization von Flux. Die Customization von Flux ist nicht zu verwechseln mit der Customization, die man von Kubernetes wahrscheinlich gewöhnt ist. Das ist das Inhaltsverzeichnis. So, diese Customization von Flux, das ist die Anweisung an Flux, dass es doch bitte den Inhalt dieses Git-Repositories, beziehungsweise genauer den Inhalt eines Ordners aus diesem Git-Repository mit dem Cluster synchronisieren soll. So, und der Ordner ist natürlich hier angegeben. Der steht einfach hier drin und hier unten habt ihr das Git-Repository. Ja, und damit bringe ich Flux bei, sich selber mit dem Inhalt des Git-Repositories synchron zu halten. Und um euch mal ein Beispiel zu zeigen, ja, jetzt habe ich natürlich hier einen Cluster am Start und da habe ich natürlich auch das Flux drauf schon installiert. Die Installation geht im Übrigen mit dem Kommandozeilen-Client. Den Kommandozeilen-Client kann man sich für alle Systeme, also Windows, Mac, Linux, kann man sich einfach von der GitHub-Release-Seite runterladen. Und dann macht man halt Flux Install oder Flux Bootstrap heißt es, glaube ich. Und dann kommt genau das bei raus. Ich muss ihm dann das Git Repository geben und den Cluster oder auf dem Cluster bin ich schon eingeloggt und das war's. Was dann rausfällt, sind diese sechs laufenden Pods und das sind halt die Bestandteile jetzt hier von meiner Flux Installation. Man kann da so einzelne Module noch aktivieren. Da komme ich vielleicht später zu. So, und was ich jetzt mache, ist, als allererstes will ich meinem Prometheus, was ich auch schon auf dem Cluster am Laufen habe, beibringen, Flux zu monitoren. Ja, und damit das funktioniert, muss ich erstmal noch eine Network Policy anlegen. Und die Network Policy, die habe ich hier schon mal geschrieben und committed in das Git Repository. Ich habe das gleiche Git Repository genommen, weil ich gedacht habe, das gehört ja dazu, klar. Habe es aber in einen anderen Ordner reingelegt. Und das heißt, erstmal gibt es diese Network Policy noch gar nicht. Das heißt also, wenn ich jetzt hier eine Konsole aufmache und sage, guck dir mal die Network Policies an und beobachte die, dann sehen wir, aha, diese Prometheus Network Policy gibt es noch gar nicht. So, wie bringe ich jetzt Flux bei, dass es diese, oder Kubernetes bei, dass es diese Network Policies gibt? Ja, ich könnte die natürlich einfach applyen, aber das mache ich jetzt natürlich genau nicht, sondern ich verwende natürlich Flux, um die auf den Cluster draufzubringen. Und das Ganze, dazu habe ich diese Datei hier oben angelegt und es ist mal wieder eine Customization, also die Anweisung an Flux, den Inhalt dieses Ordners synchron zu halten mit dem Cluster. Und da sage ich ihm jetzt halt, ja, guck dir doch den Prometheus-Ordner an und nimm doch dasselbe Git-Repository, wie du bei der Installation verwendet hast. Ja, das Git-Repository kannte Flux ja schon. So, und jetzt wende ich nur diese Customization-Datei an und nicht die Network Policy, aber ihr werdet sehen, Flux macht dann sofort weiter. Also apply Prometheus die Customization und Flux findet sofort das Git Repository, findet den Ordner und applied alles, was aus dem Inhaltsverzeichnis referenziert ist. Und da war eben die Network Policy dabei und deswegen wurde die gerade angelegt. Ja, und das war schon die erste Demo. Das heißt, wir hatten in unserem Git Repository eine Customization, also eine Kubernetes Customization definiert, haben dann Flux eine Customization beigebracht und damit hat Flux automatisiert den Inhalt hierüber synchronisiert. Genau. Und jetzt zeige ich euch sozusagen das Äquivalent mal für Helm Charts.
Ja, Helmcharts haben ja nochmal, sag ich mal, sind ein ganz eigenes Thema für sich. Und da zeige ich euch erstmal den Sealed Secrets Operator von Bitnami. Was der jetzt genau macht, das will ich eigentlich gar nicht erklären. Aber mal ganz essentiell, bei Helmcharts ist es ja so, dass ich erstmal ein Helm-Repository brauche. Das ist quasi irgendein Server im Internet, der mir Helmcharts zum Download anbietet. Und der hat natürlich eine Basisadresse und die bringe ich hier Flux mit dieser Ressource bei, mit diesem Helm-Repository. Das lege ich doch gleich mal an. Und dann lege ich noch das Helm-Release an und das Helm-Release sagt jetzt oder weist Flux an, bitte geh doch in das Repository rein, hol dir daraus dieses Chart, was Sealed Secrets heißt, nimm das in der Version, die größer ist als 1.15 und wende das an. Und das mache ich doch jetzt mal. Kubectl apply Sealed Secrets, zuerst das Repository und dann das Release. Und dann gucken wir uns jetzt mal die Pods an, die da laufen. Vorhin waren es ja gerade 6. Jetzt gucken wir mal rein, wie viele laufen. Ah, und da ist ein neuer hinzugekommen, 5 Sekunden alt, der Sealed Secrets Controller. Und das Coole ist natürlich daran, also Helm kann ich natürlich auch mit Helm selber installieren, aber was Flux ja jetzt macht, ist, es beobachtet diesen Server weiter und guckt, kommen da neue Versionen raus. Und wenn da zum Beispiel eine 1.15.0 kommen, eine 1.15.1, eine 1.15.2, also irgendwelche Sicherheitsupdates zum Beispiel, dann kann Flux automatisiert sofort Upgrades fahren und sofort natürlich, sobald es da die neue Version findet. Und standardmäßig gibt es an allen diesen Ressourcen immer so eine Intervalldefinition, die haben wir hier unten. Da steht jetzt in unserem Fall eine Stunde dran. Und das heißt, Flux würde sozusagen jede Stunde nachgucken, gibt es da eine neue Version. Ja, und Flux kann also darauf reagieren, es gibt eine neue Version vom Helmchart oder es gibt halt generell eine neue Version vom Sealed Secrets Operator und das ist natürlich genial. Genau. So, und zu guter Letzt kommen wir schon zum letzten Beispiel, zu dem eigenen Image, was ich auf ein Hub lege. Und da habe ich euch mal folgendes Beispiel hier mitgebracht. Ich habe hier zwei Git-Repositories und so macht man das ja, sage ich mal, bei GitOps häufig, dass man sagt, ich habe ein Git-Repository, das ist das hier, da liegt quasi der Source-Code meines Microservices drin und dann habe ich ein zweites Git-Repository und da gehe ich jetzt mal gerade rein und da liegen lauter Kubernetes-Deskriptoren drin, die ich brauche, um mein Microservice eben auf Kubernetes zu deployen. Und jetzt schauen wir erstmal gerade in den Microservice rein. Ich zeige euch erstmal den Source Code und den habe ich hier schon mal geöffnet. Der besteht erstmal aus einem Docker-File. Es ist reichlich trivial jetzt hier alles, aber fürs Beispiel gerade gut genug. Wir haben Nginx und da haben wir die Hauptseite ausgetauscht. Und die Hauptseite, da steht aktuell drauf, ich bin die Version 138. Und dieses Image habe ich, ja, das kann man jetzt diskutieren, ob das so eine coole Idee ist, die lokal zu bauen. Aber ich habe es mal gerade lokal gebaut, weil es auch gut genug für diese Demonstration ist. Und habe einfach die 138 gebaut und veröffentlicht. Und das war's. Und jetzt will ich das Ganze ja noch auf Kubernetes deployen. Und deswegen habe ich in dem zweiten Git-Repository eben Deskriptoren angelegt, die ich da halt dafür brauche. Ich habe hier eine Network Policy, ich habe hier einen Service und ich habe ein Deployment. Die sehen alle standardmäßig aus. Ich zeige es euch mal ganz kurz hier, das Deployment. Und da seht ihr, aha, Deployment Image Version 138 soll laufen. Und das Ganze bringe ich jetzt auch wieder, so wie wir es gewöhnt sind, Flux bei. Und erstmal zeige ich nochmal das gleiche wie vorher. Ich zeige euch mal, wie ich ein Git Repository einfach mit einem Haufen YAML-Dateien auf dem Cluster anwenden kann. Da gibt es dann erstmal keine Customization-YAML bei uns im Ordner, aber was Flux dann macht, ist, er generiert sich die Customization-YAML einfach automatisch. Und was da passiert ist, es werden essentiell einfach alle Dateien, platt gesagt, die in dem Ordner liegen, ins Inhaltsverzeichnis aufgenommen und das war's. Also das ist alles kein Hexenwerk hier vorne. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir bringen Flux bei, hier du Flux, es gibt ein neues Git-Repository und wir bringen Flux bei, du Flux, hier gibt es eine Customization, halte die synchron. Und da habe ich natürlich eigene Ressourcen angelegt dafür. Und da gibt es erstmal hier dieses Git Repository. Da bringe ich ihm bei, aha, da liegt das Git Repository und so
musst du dich ausweisen, um da drauf zu kommen. Und hier liegen jetzt die Ressourcen eben im Master Branch. So, und das wende ich doch mal gleich an. Ja, da müssen wir mal zu der Demo 2 gehen. Und das Git Repository. So, und als nächstes wende ich hier diese Customization an. Und die Customization bringt ihm eben bei, in dem Git Repository soll er im Root-Verzeichnis schauen, ob da nicht eine Customization-YAML rumliegt. Tut's nicht. Und das heißt, er generiert sich die automatisch und wendet dann eben alles an. Und dann wende ich mal das noch an. Und dann gucken wir nochmal auf die Liste der Pods. Und da haben wir es schon. Demo 2 startet gerade, weil eben er das Deployment gefunden hat, das Deployment automatisch auf den Cluster applied hat und jetzt die Demo 2 läuft. Ja, und jetzt können wir mal auf die Hauptseite gucken von der Demo 2. Ich drücke mal hier F5 und da seht ihr hier, aha, Version 138 läuft. Das ist doch schon mal super. So, jetzt bringe ich ein Update raus. Und ich mache jetzt die 139. Das kann ich mal gerade vorbereiten. Und da gehe ich einfach mal in meine Hauptseite, sage 139 und in meine README und sage 139. Und jetzt kann ich gleich diese zwei Kommandos hier manuell ausführen. Aber bevor ich das mache, zeige ich euch mal, wie man Flux konfigurieren kann, dass Flux diese Registry hier unten beobachtet. Flux kann nämlich selber rauskriegen, oh, da ist ein Update veröffentlicht worden. Und das macht man mit drei weiteren Ressourcen, die ich auch schon in diesen Ordner reingelegt hatte. Das heißt, die automatisch schon auf dem Cluster angewendet wurden. Und zuallererst bringe ich ihm ein Image Repository bei. Da sage ich ihm, ja, unter dieser Basisadresse findest du diese Docker-Images und hier wieder mit diesen Credentials musst du dich halt ausweisen, um dich auf diesen Hub, auf diese Registry zu verbinden. Als nächstes ist es ja so, jetzt findet er da von mir aus verschiedene Versionen, eine 136, eine 137, eine 138 und er fragt sich ja, welche davon ist denn jetzt neuer, welche ist die beste, welche soll ich nehmen? Und dazu bringe ich ihm eine Image Policy bei. Und die Image Policy, da kann man alles Mögliche konfigurieren. Man kann sagen zum Beispiel, dass es so Semantic Versioning gibt. Das heißt also, dass eine 2.0 oder eine 2.10 besser ist als eine 1.1. Solche Sachen kann man ihm alles beibringen. Ich habe es jetzt super einfach gehalten und habe einfach gesagt, ich vergebe einfach nur numerische Versionen und er soll die aufsteigend sortieren und deswegen Ascendingly hier. Ja, und das ist ja auch schon angewendet. Das heißt also, er weiß, welche Version die neueste sein soll. Und zu guter Letzt bringe ich ihm hier eine Image Update Automation bei. Und diese Image Update Automation, die bringt Flux dazu, regelmäßig hier reinzugucken. Und wenn er eine neue Version findet, dann geht Flux her, checkt das Git Repository aus, guckt, welche Version ich da referenziert habe. Das war ja gerade die 138 noch. Wenn ich jetzt hier unten eine 139 veröffentliche, dann würde Flux hergehen, würde das auschecken, würde die 138 durch eine 139 ersetzen und in das Git Repository einen neuen Commit machen und den auch auf den Server pushen. Ja, und das heißt, ich bringe ihm bei, wo liegt das Git Repository? Es ist wieder das gleiche wie gerade eben. Welche Dateien soll er angucken, um aus der 138 die 139 zu machen? Und wie soll er genau den Git Commit machen? Und das steht alles hier oben. Jetzt braucht man noch eine Kleinigkeit. Und zwar muss man Flux beibringen, wo er da genau die 138 reinschreiben soll. Und dazu habe ich im Deployment, vielleicht habt ihr euch gewundert, was dieser Kommentar da macht, habe ich hier die Image Policy referenziert. Das ist ein Kommentar, der von Flux verstanden wird. Und das heißt, Flux weiß dann, aha, wenn ich eine 139, wenn diese Image Policy eine 139 findet, dann muss ich hier das Image aktualisieren. Oder halt eine 140, 141 und so weiter natürlich. Genau. So, und das heißt, das reicht schon, damit Flux automatisch das Update machen kann. Und das zeige ich euch doch mal. Ich baue jetzt hier mal eine neue Version. Gehen wir mal in den Source Code rein und dann baue ich das und pushe das. Und bevor ich jetzt bei
dem Push sozusagen auf Enter drücke, mache ich nochmal zwei Sachen. Als allererstes gucke ich mal hier gerade rein und hänge mich an die Events von Kubernetes dran. Flux produziert nämlich in Kubernetes Events und darüber kriege ich raus, wenn Flux irgendwas macht oder eben gemacht hat. Und da sehen wir eben gerade, wie weit er da gekommen ist. Und da werden wir dann eben sehen, wenn er sozusagen den Git-Commit macht, beziehungsweise wenn die Customization dann eben die 139 im Cluster ans Laufen bringen wird. Das ist mal das eine. Und das andere, was ich euch noch zeigen kann, ist der Client. Da kann ich nämlich Flux get all sagen. Und da seht ihr jeweils, ob es diesen ganzen Anweisungen an den Cluster, ob Flux der Meinung ist, ihm geht's gut. Da gucke ich nämlich hier das geschulte Auge auf die Ready-Spalte jeweils. Und da seht ihr hier eben, dass es diesen ganzen Flux-Ressourcen gut geht. Und das heißt also, Flux sagt, ich bin up-to-date an der Stelle. Ne? Aber das nur nebenbei, das ist der Kommandozeilen-Client. Den Kommandozeilen-Client kann man noch für so ein paar Hilfsfunktionen verwenden. Hauptsächlich habe ich den verwendet, um diese YAML-Dateien initial zu generieren. Aber sobald ich die natürlich einmal habe, habe ich die eingecheckt und editiere nur noch eingecheckt, beziehungsweise nutze andere Projekte als Copy- und Paste-Vorlage. Und deswegen werde ich wahrscheinlich den Kommandozeilen-Client dann doch gar nicht so häufig verwenden. So, aber ich push jetzt mal das neue Image und da kommt's, genau. Und jetzt müssen wir hier mal das gerade abwarten, bis das passiert. Was ich alternativ zum Warten hätte machen können, ist, ich hätte dem Hub beibringen können, dass er bei Flux ein Webhook triggert. Deswegen habe ich hier diesen gestrichelten Pfeil eingezeichnet. Also alle diese Systeme könnten Flux benachrichtigen, wenn sich bei ihnen was getan hat. Also wenn es einen neuen Git-Commit gibt im Git-Repository, wenn es eine neue Helm-Chart-Version veröffentlicht wurde, wenn es eben ein neues Docker-Image hier unten gibt, dann könnte Flux automatisch benachrichtigt werden. Das habe ich jetzt bei mir nicht aufgesetzt, weil ich bei mir noch die Intervalle, sag ich mal, klein genug habe, weil schnell genug was passiert. Aber wenn man natürlich diese Webhooks einrichtet, dann geht das Ganze natürlich ratzfatz komplett durch. Genau. Das Ganze kann ich natürlich auch fernsteuern. Ja, das habe ich hier oben über diesen gestrichelten Pfeil symbolisiert. Das heißt also, ich kann natürlich Flux anweisen, zum Beispiel jetzt mal gerade in dem einen Git-Repository nicht mehr reinzugucken. Man sagt dann Suspend Falls auf dieser Git-Repository-Ressource und dann hört Flux auf, da reinzugucken. Und man kann natürlich benachrichtigt werden, das habe ich bei mir aufgesetzt, aber das zeige ich euch gleich, wie das hier funktioniert. Da hat Flux verschiedene Ausgangskanäle. Ja, und hier auf unserem Cluster, da hat sich jetzt schon einiges getan. Und zwar hat Flux gemerkt, oh, die 139 wurde veröffentlicht, also hat Flux einen neuen Git-Commit in unser Repository reingemacht. Da können wir auch mal reinschauen. Da hatte ich vorhin noch eine Git-Commit-Message drin stehen. Da stand hub-predicate-de-tobias-demo-238. Jetzt drücke ich mal hier F5 drauf. Und jetzt seht ihr hier 139. Das heißt also, es gibt einen neuen Git-Commit. Und in den Events seht ihr es schon, da wurde eine Demo 2 ausgerollt. Und ich kann auch nochmal in die Pods reingehen. Da seht ihr es auch. Hier kam ein neuer Pod hinzu. Und dann gehe ich mal auf die Webseite und drücke hier F5. Und das heißt, Flux hat vollautomatisch entdeckt, das neue Image ist da. Ich muss in dem Git-Repository diese Deployment-Ressource aktualisieren. Hat das gemacht, hat einen eigenen Git-Commit erstellt, hat ihn gepusht. Und dann hat die Customization von Flux auch wieder nach Ablauf des Intervalls, ist vorbeigekommen, hat die neue Version des Deployments genommen, hat die applied und dann kam es zum Laufen auf dem Kubernetes-Cluster. Und das ist auch genial. Ja, das Ganze kann ich jetzt beobachten. Natürlich, wie sollte es anders sein mit Grafana? Grafana greift ja die Metriken von Prometheus ab. Und da ich ja vorhin diese Anbindung an Prometheus konfiguriert hatte, also beziehungsweise die Network Policy hatte ich euch ja gezeigt davon, habe ich jetzt hier Metriken drin und habe da mal so ein Standard-Dashboard integriert. Und da sieht man halt, Flux geht es gerade gut. Ja, also alle Sachen sind synchronisiert. Und hier seht ihr nochmal so ein paar Statistiken für die Zugriffszeiten und auch hier wieder die einzelnen Ressourcen, die Flux eben da synchronisiert hat. Und dann zeige ich euch noch die Notifications.
Und dazu habe ich in unserem Teams einen eigenen Channel eingerichtet, den habe ich Infrastruktur genannt und habe Flux so konfiguriert, dass es da eine Benachrichtigung reinschickt für alles, was es gemacht hat. Also nicht für alles, denn Flux scannt ja regelmäßig diese Repositories ab, ohne dass was passiert ist, natürlich langweilig. Aber die interessanten Sachen, da schickt er hier eben eine Nachricht ran. Und das hat natürlich den riesen Vorteil, dass die anderen Teammitglieder hier reingucken können, dann sehen sie, was passiert ist. Und hier seht ihr es eben als letztes, hat Flux hier Demo 2-Deploy, also die Demo 2 konfiguriert. Genau. Ja, das war es essentiell. Wenn euch diese Themen interessieren, dann würde ich euch empfehlen, schaut doch mal auf unsere Homepage vorbei. Schaut mal auf www.predicate.de. Da findet ihr Workshops, unter anderem Schulungen hier zum Thema REST, APIs, Sicherheit oder eben hier auch Kubernetes. Und bei Kubernetes geht es natürlich genau um diese Themen. Natürlich Kubernetes selber, aber eben auch diese ganzen Umprodukte. Natürlich geht es um GitOps. Ja, und da würde ich mich natürlich freuen, euch mal zu sehen. Wenn ihr selbst eine Präferenz habt, eher zu Argo City oder zu Flux, dann würde ich mich freuen, wenn ihr es mal in die Kommentare schreibt. Denn da bin ich auch noch so ein bisschen hin und her gerissen. Und muss echt überlegen, ob ich das eine oder das andere besser finden soll. Aktuell sind sie einfach unterschiedlich und man muss natürlich anerkennen, aktuell sind sie beide auch noch ziemlich jung. Ja, bis dahin einfach viel Spaß und bis bald.